Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Pikmin 2. Wir wollen ja diesmal das neue Gebiet Wald des Erwachens anschauen. Und wenn ich mich so recht erinnere, war das sogar redesigned, Wald des Erwachens. Ich glaube nämlich, dass Wald des Erwachens Wald der Hoffnung ist, neu designed. Vielleicht erkennen es einige wieder. Wenn ich auf jeden Fall was wiedererkenne, dann werde ich es auf jeden Fall euch sagen. Aber vielleicht erkennen ja auch einige unter euch das wieder. Hallo, es freut mich, Sie sicher zu hören, dass Sie die lila Pikmin sicher in meinem Rumpf untergebracht sind. Stimmt ja, letztes Mal haben wir die lila Pikmin bekommen. Und die gehen jetzt, haben jetzt nämlich keine Zwiebel bekommen, sondern die müssen jetzt im Schiff da bleiben. Das aber auch das Problem macht, dass man die Lila Pikmin nur mit solchen Blumen erhöhen kann. Also vermehren kann. So, vermehren. Ja, nicht so wie bei den anderen, wo man eine Zwiebel hat und halt Nahrung hinbringen muss. Nein. Da ist es schon etwas härter. Die Enge meines Interieurs scheint sie nicht zu stören. Interieurs? Spricht man so aus? Keine Ahnung. Obwohl sie mich gelegentlich kitzeln. Stellen Sie sich in den Kreis aus Licht unter mir und drücken Sie A, um die lila Pikmin ins Freie zu rufen. Mhm. Okay. So, ich kann auch gleich mal zum ersten Pikmin 1 Total kommen, denn hier sind wir gelandet. Hier stand unser Schiff und hier waren die Pikmin Zwiebeln. Dann sind wir hier reingekommen. Da war hier da drüben Wasser, hier eine Brücke, hier auch da oben war der Stoßdämpfer. Hier ging es halt, hier war halt Wasser wirklich auch und da konnte man hoch zu dem Teil. Und hier lang. Und hier dann ging es zum Boss, zum Hauptboss. Hier, dann da hinten war die gelbe Zwiebel. Da oben war der Hauptboss, dieser Schnapper. Oh, das ist eine Erdbeere, geil. Ja. Vielleicht sehen es einige wieder. Ich auf jeden Fall. Und dieser halt. Hier war überall Wasser. Geil, finde ich es auf jeden Fall. So, packen wir gleich mal die roten aus hier. 45. So. Vermehren wir euch mal ein bisschen hier. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Die Erdbeere würde ich auf jeden Fall hier bekommen jetzt gleich. Ihr sterbt hier erstmal. So, jetzt bist du an der Reihe. Aber aufpassen, nicht, dass er noch einen frisst. Ja, super. Bisher gab es noch keinen Death. Finde ich super. Hier schleppen wir schon mal die Erdbeere ab. Wer braucht die denn? 5. Wir brauchen auch noch 3. So. Also gucken wir uns hier weiter um. Ey! Nerv mich nicht hier. Tschüss. Du bist schon im Schiff. Junge. Was ist das da abschleppen? Na. Da macht halt. Geht schneller. Sparen wir Zeit. Komm. Oh, jetzt schon wieder. Neue Ernte. So, und die Erdbeere ist auch gleich da. Super. Wie viel bringt die denn? Oh, lecker. Sieht die lecker aus. Oh, mach bitte weg. Sonst bekomme ich wirklich noch Bock auf Erdbeeren. Sonnenkernbeere. 170. Alter, bevor ich wirklich noch Bock bekomme auf Erdbeeren. Oh, 10% der Schulden sind beglichen. Lol. So, und weiter. Ah, hier sind noch 2. Und noch 2 Spackos. Also hier 2, die meine ich hier eigentlich. Und ja. Und natürlich die beiden. So.
Welches willst du? Gut, dann kommt der hier noch das da. Hier kommt mal mit. Ah, und schaut mal, Leute. Wir haben ja auch schon wieder eine Erneuerung, die auch in Pikmin 3 wiedergebracht wurde. Nämlich das Ultramotivier-Spray. Wie gesagt, Pikmin 3-Spieler werden das kennen. Pikmin 1-Spieler aber nicht, weil es da, wie schon gesagt, hier eine Neuerung ist und es in Pikmin 1 nicht gab. Aber wie gesagt, in Pikmin 3. Das ist aber auch das Einzige, was zurückkam. Weil hier gibt es nämlich noch ein anderes Spray, weil ich euch noch nicht spoilern will. Das dann, wie gesagt, aber in Pikmin 3 nicht wieder zurückgebracht wurde. Wie gesagt, das will ich aber euch noch nicht spoilern. Wie gesagt, alle Pikmin 3-Spieler werden das hier kennen. Ja, obwohl, das werden wir sehen, wenn wir 10 von diesen Bären gesammelt haben. Brauchen wir 10 Stück, um so ein Spray zusammenzubekommen. Verblüffend! Diese rote Beere enthält eine ultramotivierende Essenz. Zwar scheint sie keinen finanziellen Wert zu haben, aber ich werde nach potenziellen Einsatzmöglichkeiten dafür forschen. Bringen Sie mir noch einige Exemplare. Gerne. Das noch. Ja. Oh, Nektar-Elfe. Yeah. So wird euch voll. So. Nice. Englisch Blumen-Pikmin. Die Pikmin, die von den gelben Nektar tranken, haben sich sofort zu Blumen-Pikmin entwickelt. Über Pokémon. Yay. Sie scheinen über erweiterte motorische Fähigkeiten zu verfügen. Was für ein wundersamer Nektar. Wie interessant. So wie Pflanzen scheinen sich Pikmin von Blättern zu knospen und letztendlich zu Blüten zu entwickeln. Captain Olimar, Sie müssen diese Information mit Ihrem untergebenen Louis teilen. Klar. Hast du alles verstanden, oder Louis? Ist der, komm. Brauchen wir nicht erklären hier. Er hat ja zugehört, also komm. Na, komm. Komm, arbeite. So. Einer faul hier. Oh, Louis, du passt auf. Okay, da müssen mal die Lage checken. So, da haben wir es auch schon geschafft. Aber ein Tropfen Ultramotivier-Spray. Captain Olimar, meine Untersuchung der roten Beeren, die sie entdeckt haben, hat zur Entwicklung eines potenziellen Trankes geführt. Hiermit stelle ich Ihnen das Ultramotivier-Spray vor. Obwohl es noch nicht getestet wurde, bin ich davon überzeugt, dass es zu spektakulären Resultaten führen wird. Sprühen Sie es auf alle Ihre Pikmin, indem Sie 2 drücken. Falls erforderlich, kann ich eine Dosis des Sprays aus 10 Beeren herstellen. Drücken Sie Plus, um mich zu kontaktieren und Ihren Beerenvorrat zu überprüfen. Drücken Sie dazu auf dem Radarschirm, Steuerkreis nach links. Kann ich euch nochmal kurz zeigen. Ach, da wachsen auch schon wieder ich nach. Oh, hier bin ich bei Items, haben wir jetzt, wie gesagt, nicht nur die Forschungsrüstung, sondern auch da das den Status vom Ultramotivier-Spray. Eine Dosis haben wir und da unten 0 von 10 Beeren für eine weitere Dosis. Wir werden auch gleich mal mehr sammeln, allerdings will ich hier erstmal eine Pikmin pflücken. Ja, mit dem würde ich sagen, holen wir uns gleich mal die nächsten. Ist ja da, wie wir gesehen haben, wieder nachgewachsen. Sogar bei beiden. Cool. So, wir das Ding packen da. Oh, hier haben wir schon einen Teil fertig geschafft. So, du schaust darauf. Ich schau hier rauf. Brauchen wir einfach nur immer Minus drücken, so. Der hat hier ein Auge. Und hier. So, komm noch eine. Denn so geht doch. Ah, die bei der Mauer sind fertig.
Gut, hier ist mal ein neuer Gegner. Nein, du frisst keinen. Hier gibt's auch ein Pikmin 3 wieder, allerdings ein bisschen verändert. Und schau mal da rum. Da ist ein weiterer Schatz, ein weiterer Deckel. Boah, geil. Gib den her, das Vitamalz, seht ihr das? Geil, das Vitamalz. Vitamalz ist geil. Gibt da Vitamalz und Karamalz. Und ja. Gibt halt unterschiedliche halt, die lieber Vitamalz oder Karamalz trinken. Ich trinke auf jeden Fall lieber Vitamalz. Ja, das ist nicht eine Blume. Ja, das ist nämlich ein Gegner. Aber pass auf, der kann ziemlich fies sein. Oder auch dumm. Jetzt hat er sich gerade selbst gebissen. Ach, du dummer Gegner. Zehn Stück braucht er. Die erste. Wie viel braucht das? Boah, 200. Ist das denn ernst? Brauchen wir mehr Lila Pikmin? Brauchen wir 20. Wir haben aber leider nur 10. Sorry, müssen wir ein bisschen Lila Pikmin farmen. Dafür müssen wir aber erstmal in den Untergrund. Und dann gibt's wieder Zeug. So, jetzt können wir zu Ulima, check mal die Lage, ne? Siehst du, guck mal. So ein bisschen ein paar Pikmin auspflücken. So. Jetzt zu Louis. Check dir ab, was da läuft hier. Hallo? Also schaut ihr euch den an, habt ihr den da gesehen? Der die ganze Zeit da die Beere verschoben wurde und da hinterher gerannt ist, weil der eine die verschoben hat, die Beere, und dann letztendlich da vorne hat es doch noch geschafft, die Beere zu erreichen. Lol. Was ist jetzt los? Ohne mal, wir haben ein Problem, die Sieber hat aufgehört, Samen auszustoßen. Ja, ist klar, weil wir 100 im Feld haben. Offenbar. Ob hier eine Fehlfunktion vorliegt? Nein, habe ich schon gerade gesagt. Interessant, offenbar hat sich die Anzahl der Lebensformen im Inneren der Zwiebel erhöht. Mhm. Ist Ihnen denn nicht aufgefallen? Doch, du bist doch derjenige, der sich gewundert hat, dass nicht mehr als 100 Pikmin zur selben Zeit auf der Planetenoberfläche sein dürfen. Aber ich stelle momentan nur 95 auf der Oberfläche fest, ob hier irgendwo wilde Pikmin sind. Tatsache. Warum sind da... Ach ja! Stimmt! Ja, das hat was mit den blauen Pikmin zu tun. Hier können wir nämlich die blauen Pikmin antreffen. Allerdings gelten die als, ja, wie ja schon gesagt, wilde Pikmin und gelten aber als in 100, weil da nämlich, wie wir auch schon bei den roten gesehen haben, dass wieder schon 5 Exemplare draußen sind, und auch bei den blauen ist es so. Leider ist das Problem, dass die auch zu den 100 dazu gehören. Aus dem Grund, da schon 5 blaue Pikmin hier im Feld irgendwo sind, irgendwo hier mit dem Schiff, können wir nur 95 im Feld haben. Traurig, aber wahr. Ich glaube, ich weiß sogar, wo die sind. Ich glaube, da drüben, hinter der... Ja, seht ihr da drüben? Seht ihr die Zwiebel? Nein. Seht ihr die da? Ja, da sind sie. Müssen wir aber erstmal hinkommen, und ja... Deshalb gesagt, müssen wir erstens hinkommen, zweitens brauchen wir dafür die gelben Pikmin. Denn ja, ich habe ja gesehen, da ist eine, habe ich schon gesagt, eine Elektromauer, wo die nur die gelben zerstören können. Aber ja. Lassen wir es erstmal da, lassen wir erstmal sein hier. Und dann suchen wir lieber erstmal diese Höhle. Meine Biosensoren schlagen stark aus. Die Messwerte verheißen nichts Gutes. Eine Bestie von unglaublicher Stärke lauert in den Tiefen. Das heißt wohl der erste Boss. Eine große Pikmin-Truppe wäre sicherlich beruhigend. Ja, haben wir. 95. Die dann will ich jetzt eigentlich keine mitnehmen, weil ich mir halt aussparen will. Und wir kriegen doch auch bestimmt in der Höhle die dann, ne? Ja. Werde ich auch meistens nicht machen. Meine akustischen Sensoren empfangen feindseliges Brüllen vieler Bestien. Sie sollten sich auf zahlreiche Begegnungen vorbereiten. Meine Sensoren zeigen auch extreme Hitzequellen an.
Sie sollten Pikmin mitnehmen, die gegen Flammen resistent sind. Mhm. Da haben wir auch schon das erste Element. Aber meine Aufzeichnungen beinhalten keinerlei solcher Daten. Sind meine Aufzeichnungen etwa unvollständig? Ja, wie es aussieht schon, denn die roten sind gegen Feuer resistent. Mhm. Darum ist es auch schon angezeigt. Feuer ist hier als Element vorhanden. Wasser, Elektrizität und Gift noch nicht. Ja, los. Los geht's. Wenn wir den Part beenden, wenn wir ein gewisses Sublevel geschafft haben. Spiel wurde gespeichert, danke. Ja, und da er auch schon gesagt hat, wie viele Bestien sind, entsprechend Höhle der Bestien, Sublevel 1. Ich bin schon gespannt, wie tief diese Höhle ist. Wie gesagt, das ist immer unterschiedlich. Also weiß ich auch nicht so genau, wie viel tief diese Höhle sind. Ich will mich auch fürs Erste noch vorantasten, weil ich weiß nicht, wie fürs Erste der Schwierigkeitsgrad noch ist. Denn ihr werdet später sehen, später können die echt dreist werden. Können die verschiedenste Fallen aufstellen und ja. Ja, ist richtig scheiße hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Fall ist. Oh scheiße, das ist ein Hurensohn. Töt ihn. Ja. Und du auch noch. So, schön. Ihr packt da mal an, da. Na, du sollst du schon anpacken. Du kommst hinterher. Dann nimmst du auch den damit. Ist noch irgendwer? Ja, hier ist noch ein Typ. Ach. Der kann sich noch befreien, ne? Der ist nicht tot. Glaub ja, na doch, wir haben noch alle 95. Bisher konnten wir noch Tode verhindern. Und damit haben wir das Teil Stein der Glorie. Und jeder, der einen GameCube-Controller besitzt, der weiß, dass das hier der Control-Stick, das Steuerkreuz vom GameCube-Controller ist. Geil, oder? Ja, es gibt die verschiedensten Dinge. Es gibt sogar Mario-Easter Eggs. Mhm. Kann ich mich an verschiedenste Mario-Schätze erinnern. Werden wir noch alles sehen. Das wird geil. Wie gesagt, habe ich schon gesagt. Die Schätze hier, die Ideen der verschiedensten... Schätze oder an sich die Ideen der Schätze finde ich ziemlich geil in diesem Spiel. Ja, seht mal. Da sieht man nochmal richtig geil den Unterschied zwischen Bloom Pikmin und Blood Pikmin. Bloom Pikmin sind geil. Dann hoffe ich mal, dass wir auch genug Nektar noch finden für die anderen, die noch Blood Pikmin noch sind. Ja, so weiter. Zumindest weiß ich nicht, dass hier noch irgendwas ist. Also irgendwelche Schätze. Es gibt, man kommt nämlich irgendwo ein gewisser Ton, wenn man hier alle Schätze hat. Habe ich jetzt leider nicht drauf geachtet, aber ich glaube, wir müssen eigentlich alles haben. Wir bekommen irgendwann auch eine Forschausrüstungsgegenstand, wo man Schätze hier der Schätze anzeigt. Aber ja, den haben wir fürs Erste halt noch nicht. Ja, die Musik sagt mir, dass das hier ein Chill-Level ist, wo wir ein bisschen Pikmin oder so supported werden. Also mit Blumen und so, wo wir unsere Pikmin vermehren können oder so. Oder halt hier mit Nektar oder sowas. Also jetzt guck mal hier. Kommen wir auch schon in den ersten Support. Lila Blumen, nice. Finde ich gut. Na, come on. Die Maximalanzahl, die man da vermerken kann, ist glaube ich 5, ne? Ja doch, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Ach, und er rennt sogar extra gleich zum anderen. Gut. Haben wir auch schon mal gleich mal 10 Lilane wieder. Sonst hätten wir schon mal die Pikmin zusammen, um diese Tüte da zu zerquetschen. Oh, und ich sehe gerade, der Part ist vorbei. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Daumen hoch, wenn ja, und im nächsten Part geht's weiter. Hier bei Pikmin 2. Ciao.